Hallo und herzlich willkommen zu Tab, Table & Beyond. Heute machen wir ein kleines Review und zwar von Anfänger für Anfänger über den Artillery Genius 3D Drucker und das seht ihr nach dem Intro. Wir beginnen das Video mit der Verpackung, was alles dabei war bei dem Drucker, dann kurz mit zum Zusammenbau, dann gehen wir weiter zu ein paar technischen Daten, dann gehen wir zur Qualität und Verarbeitung des Druckers, ich zeige euch kurz das Drucker leveln, Filamentrolle wechseln und dann den ersten Druck und dann geht es auch schon weiter mit verschiedenen Druckern und Erfahrungen, alles was ich jetzt hier so mit dem Ding gedruckt und meine Erfahrung halt dazu. So, wir beginnen mit der Verpackung. Der Drucker war gut verpackt, es war alles schön sicher verpackt. Die Einzelteile waren alle ordentlich isoliert, sage ich mal. Das ist aber bei meinem letzten Drucker, den ich gekauft habe, war das schon das Gleiche, also da fehlt nichts. Und der Zusammenbau war auch super leicht. Ich habe nämlich wirklich nur hier oben dieses Oberteil an das Unterteil geschraubt mit 4 Schrauben. Das war wirklich super easy. In der Verpackung findet ihr die Druckerbasis mit Ultra Base Druckbett. Das ist das untere Teil hier. Dann findet ihr natürlich auch dieses obere Vorteil. Das müsst ihr mit 4 Schrauben nur noch zusammenschrauben. Dann haben wir hier oben einen zweiteiligen Filamentrollenhalter. Ich habe den hier oben schon ein bisschen getuned. Darauf gehe ich später nochmal ein. Und ein angebauter Filamentsensor. Dann gibt es eine kleine Tasche mit Werkzeug, USB-Stick und Ersatzteilen. Da blende ich euch mal ein, was da alles in der Tasche so drin ist. Und natürlich ein mehrsprachiges Handbuch, eine kleine Checkliste und ein Readme. Also es ist alles dabei, was ihr braucht, um den Drucker relativ einfach und schnell zusammenbauen zu können und damit loslegen zu können. Dann kommen wir mal zu ein paar technischen Daten. Das erste hier, das Druckvolumen von diesem Drucker. Wir haben hier ein Druckvolumen von 220x220x250 mm. Das ist ungefähr so groß wie dieser Karton, ihr seht. Das ist richtig viel auch. Da kann man wirklich einiges drucken. Wenn ihr schaut, das größte Bauteil, was ich jetzt hier gedruckt habe, war diese wunderschöne Vase. Ziemlich ausgemaxt. Es wird noch ein bisschen höher gehen, aber da geht schon was. Also recht viel mehr braucht man eigentlich wirklich selten. Ich habe mir ja einen ein bisschen größeren Drucker gekauft, den Creality CR10 V2. Der hat 30x30x40 cm, was halt praktisch ist für einen Tabletop-Bereich, um Geländestücke zu drucken. Da könntet ihr vielleicht noch ein bisschen größer gehen wie der, weil ja, mit Geländestücken könnte es hier schon an die Grenze gehen, wenn wir große Gelände drucken wollen. Aber so muss ich sagen, ist es wirklich, der Druckraum ist ausreichend. Wir haben eine maximale Düsentemperatur von 270 Grad und eine maximale Druckbetttemperatur von 150 Grad. Das reicht uns wirklich. Also ich drücke ja bis jetzt nur mit PLA und ein bisschen TPU. Da reichen mir die Temperaturen. Das TPU habe ich jetzt hier mit 240 Grad gedruckt. Also da habe ich jetzt erstmal keine Probleme. Also für einen Anfänger da draußen, alles was ihr mit PLA machen wollt, reicht uns der Drucker wirklich vollkommen aus. Ich weiß jetzt nicht genau, was man mit PETG und ABS so machen kann, aber für uns Anfänger, wenn wir die eventuell im Tabletop-Bereich brauchen, um ein bisschen Gelände zu drucken, ist der voll okay, der Drucker, und es passt alles. Wir haben eine maximale Druckgeschwindigkeit von 150 mm pro Sekunde und haben ein 2,8 Zoll Farb-Touch-Display, was mir an diesem Drucker sehr gut gefallen hat, dieses Touch-Display, weil die Bedienung wirklich um einiges einfacher ist als mit diesen Drehrädchen, wie es zum Beispiel mein Creality hat. Da bin ich echt ein Fan davon. Dann haben wir eine RGB-LED hier am Druckkopf. Das heißt, das Ding leuchtet beim Drucken. Das sieht ziemlich cool aus und man kann ein bisschen sehen, was da überhaupt passiert. Finde ich, ist eine schöne Sache. Und wir haben den Druck, ist erlaubt über eine SD-Karte, eine kleine, und über einen USB-Stick. Ich drucke hier hauptsächlich über den mitgelieferten USB-Stick. Und man kann natürlich auch über USB online drucken oder das Ding direkt am Computer anstecken.
Dann kommen wir auch schon zur Qualität und Verarbeitung des Druckers. Also ich muss sagen, es ist wirklich ein sauberer Aufbau, das gefällt mir sehr gut. Es ist alles direkt verschraubt an dem Drucker, es ist wirklich wertig, es ist stabil. Was mir besonders gut gefällt auch, ist hier hinten, dass er diese zwei Z-Spindeln hat auf beiden Seiten, die hier oben mit den Synchroriemen verbunden sind. Das ist sehr gut, dass er nicht schräg irgendwie, also hier Probleme hat, dass er schräg wird. Wirklich wertig verbaut. Er hat gute Schutzgitter hier vor den Lüfter, dass man da nicht aus Versehen reinfasst und den kaputt macht. Muss immer ein bisschen auf meinen Spickzettel gucken. Alle Kabel sind wirklich sauber verlegt. Das Gute ist, es ist auch ganz einfach zum Zusammenbauen, weil die Kabel sind hier alle schon soweit vormontiert und angeklebt. Da müsst ihr bloß einen Klebestreifen abnehmen und die dann zusammenstecken. Also das ist wirklich auch super gemacht. Alles, was hier äußerlich ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Ding nicht aufgeschraubt. Ich weiß nicht, wie es da drin ausschaut, aber alles hier äußerlich ist wirklich aufgeräumt und ordentlich verlegt. Also das sind alles meiner Meinung nach wirklich Vorteile von dem Drucker. Der ist echt gut verbaut, alles wertig, alles einfach zum Zusammenbau und super einfach in der Handhabung. Darauf kommen wir dann gleich noch später. Also die Handhabung ist wirklich... Was ich noch gar nicht erwähnt habe, was ein Riesenvorteil ist, ist dieser Direct Extruder, den er hat. Das heißt, er zieht das Filament direkt hier vorne am Druckkopf ein. Und das ist ein Riesenvorteil, weil wir uns leichter damit tun, so weiche TPU-Filamente zu drucken. Mein Creality zum Beispiel hat keinen Direct Extruder. Der hat zum Beispiel den Extruder hier hinten, zieht hier hinten das Filament ein, drückt es durch ein Plastikröhrchen bis hier vorne und druckt dann hier vorne. Der kann zwar auch TPU drucken, tut sich aber bei Weitem schwerer damit als dieser Direct Extruder. Und da habe ich jetzt eben extra ein Augenmerk drauf gelegt, dass ich einen Drucker mit Direct Extruder mir kaufe. Wenn ihr nur dieses harte Plastik, dieses PLA drucken wollt, dann muss es nicht unbedingt ein Direct Extruder sein, aber wenn ihr auch weiche Filamente, TPU und so weiter drucken wollt, ist es auf jeden Fall von Vorteil. Ein paar Nachteile bei dem Drucker sind tatsächlich hier oben diese Plastikquerstrebe. Das hätte jetzt auch irgendwie aus so Metall oder Aluminium sein können. Die ist nur aus Plastik, die ist aber trotzdem, glaube ich, sehr stabil, da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Und hier sind halt einige Plastikteile, sind aber bei anderen Druckern auch. Was mir nicht gefallen hat bei dem Drucker, ist bei einem dieser Abdeckungen hier hinten, muss ich mal gucken, da ist eine Abdeckung gebrochen. Da könnte man den jetzt auch zurückschicken oder halt die Abdeckung vielleicht selber ausdrucken. Macht aber hier in den Druckergebnissen nichts aus. Also das ist wirklich kein Problem an dieser Stelle. Was mir noch aufgefallen ist, dieser Spulenhalter hier oben ist ein bisschen windig. Da war auch eine Seite war ein bisschen verbogen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das nächste ist das, dass die kleinen Spulen normalerweise gar nicht zum Auflegen sind. Deswegen habe ich mir da gleich per Tuning zwei so Spulenrollen ausgedruckt. Die gibt es bei Thingiverse. Gebt da einfach mal Artillery Genius Spulenhalter ein, dann findet ihr die. Somit kann ich auch die kleinen Spulen drucken. Allerdings merkt man einfach hier, dass dieses Kabel von dem Filamentsensor hier oben an den Spulen reibt. Das ist alles ein bisschen ungut gelöst hier oben. Da müsste man sich vielleicht selbst dann nochmal was drucken, ausdrucken, dass das besser passt. Wie gesagt, ich habe es eh schon ein bisschen getunt. Dann kann man hier auch relativ schnell von kleinen zu großen Spulen wechseln, ohne dass man hinten immer umstellen muss. Das ist alles ein bisschen friemelig, aber es geht. Wie gesagt, könnte man eleganter lösen. Aber ist halt jetzt einfach nicht perfekt. Das waren auch schon im Großen und Ganzen meine negativen Punkte bei dem Drucker. Wie gesagt, ich bin eigentlich im Großen und Ganzen sehr positiv überrascht, was ich jetzt eben so als Anfänger selbst zu dem Drucker sagen kann. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, könnt ihr mal gucken bei www.drucktipps3d.de. Genius, der Schönling mit Licht und Schatten. Da ist ein ziemlich guter Artikel, da habe ich mir auch ein paar Sachen durchgelesen, habe mir ein paar Sachen rauskopiert. Da geht es nochmal ein bisschen genauer ins Detail, aber wie gesagt, das ist mir jetzt alles schon zu hoch. Wir wollen das ja ein bisschen anfängertechnisch machen. Dann kommen wir auch schon zum Leveln und dem ersten Druck und Leveln gleichzeitig mit Bedienung möchte ich euch ein bisschen was zeigen. Dann schaltet man den ein, da kommt immer so ein nerviger Pieps. Also das ist wirklich ein bisschen unangenehm. Ja, was heißt unangenehm? Ich finde, ohne Pieps würde es auch machen. So, Leveln, super einfach. Es ist ja bei jedem Drucker so, dass man dieses obere Teil quasi Richtung Druckplatte fährt und dann mit einem Blatt Papier dazwischen geht, das bewegt und schaut, dass das so, ich sag mal so kratzend, saugend da durchgeht und dann ist das Druckbett gelevelt. Bei meinem Creality CR10, da musste ich das immer alles von Hand verfahren und das ist bei dem Drucker super schön, weil man den leveln kann. Ich gehe mal hier auf Tools und dann auf Level und dann kann der automatisch 1, 2, 3, 4, 5 Punkte anfahren. Da drückt man das einfach an, so. Und ihr seht super einfach in der Bedienung mit diesem Touch-Display. Und der fährt Punkt 1 an. Da kann man jetzt eben ein Blatt Papier dazwischen nehmen. So.
und kann hier schauen, ob sich das auch saugend bewegt. Ich level den jetzt nicht nach, das mache ich später nochmal neu. Dann kann man hier unten, haben wir recht große Zahnräder, mit denen man das drehen kann. Jetzt zeige ich es einmal, zeige ich es euch. Wir gehen auf Position 2. So. Ja, so saugend sollte sich das bewegen. Jetzt können wir hier unten nachdrehen. Drehen wir mal eine Runde. Jetzt ist es super leicht, so wollen wir es nicht. Drehen wir nochmal zurück. Ja, so ungefähr wollen wir es. Und wie gesagt, es ist bei dem super einfach, weil wir die vier Positionen ganz einfach automatisch anfahren lassen können. Wir müssen hier nur auf den Punkt drücken und er fährt uns diese Positionen an. Für jeden Anfänger, ich würde euch empfehlen, dass ihr alle Positionen mit dem Papier levelt und das zwei- oder dreimal hintereinander macht. Es gibt auch noch die Empfehlung, dass man statt einem normalen Blatt Papier eine Einkaufsquittung nimmt, wenn ihr im Supermarkt wart, so eine Quittung, weil das ein bisschen dünneres Papier ist. Ich mache es immer noch mit diesem Papier hier. Aber wie gesagt, leveln super easy. Das nächste ist Filament wechseln. Wenn wir jetzt diese Filamentrolle wechseln wollen, das macht der fast automatisch. Jetzt gehen wir hier ganz einfach auf Change und Out. Dann heizt der hoch von 20 auf 200 Grad. Da stoppen wir jetzt mal kurz mit, wie lange das dauert. 50 Sekunden, Stopp. Und das Filament ist draußen. Hier müssen wir das ein bisschen abzwicken. So, dann können wir dieses Ding hier raus. Das kommt hier nämlich wieder rein. Dieses Röhrchen, ganz einfach, oben aus dem Filamentsensor rausziehen und tada. Und das gleiche funktioniert jetzt dann auch gleich beim Filament nachlegen. Wir gehen jetzt zur großen Rolle über. Ihr seht jetzt, mit diesen selbst ausgedruckten Rollen, da oben ist das super praktisch, weil wir die große Rolle ganz einfach auflegen können. So, die große Rolle hier in den Sensor stecken, hier unten reindrücken und Confirm in. Confirm, starten, das dauert jetzt nicht lang, weil er quasi eh noch geheizt ist. So, jetzt feedet er quasi das Ding mit Filament. Super einfach. Jetzt drückt unten das ganze Filament schon raus. Da ist es vielleicht praktisch, wenn wir den Druckkopf hier nicht direkt oben haben. Confirm. So, jetzt gehen wir mal hier, Move. Wir wollen ein bisschen die Z-Achse nach oben bewegen, und zwar 10 mm weit. Man sieht jetzt nämlich hier schon, hat das ganze alte Filament vorhin rausgedrückt. Also ihr seht, der ist wirklich super einfach zu bewegen, zu handeln. Da kann man den bewegen. Das Menü ist wirklich super übersichtlich. Dann gehen wir wieder auf Home. Ja, dann kann man hier Achsen bewegen und so weiter. Home-Position. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr Filament wechselt oder irgendwas macht, immer in die Home-Position vielleicht zu gehen. So, gut. Back. Und jetzt wollen wir drucken. Wir gehen jetzt hier raus aus dem Menü, gehen auf Print, nehmen uns unsere Datei und Confirm. Jetzt heizt der hoch, gucken wir mal, wie lange es dauert, bis du das Druckbett hochheizt. Soweit ich weiß, geht der ziemlich schnell, also das hat mir bei dem Drucker ziemlich gut gefallen, weil der ultra schnell hochgeheizt hat. Nach ein bisschen was über eine Minute, Minute 15, fängt das Ding an zu drucken. Das geht wirklich flott. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt macht er hier auf der Seite seine Probespur. Und wenn er anfängt zu drucken, dann schaue ich immer noch mal, ob er richtig gelevelt ist und kann hier unten noch mal ein bisschen nachstellen. Weil ich drucke meine Teile immer mit Skirt. Das heißt, er macht außenrum so einen Kreis. Und jetzt gucke ich, ob der Skirt richtig rauskommt. Es sieht super gut aus. Jawohl, perfekt. Gut, und jetzt könnte man hier noch mal nachleveln, wenn er hier eben diese Probestäbchen ausdruckt. So habe ich auch meinen ersten Druck gemacht. Ich habe das Ding gelevelt, habe Filament reingelegt und habe Gas gegeben und habe die erste Probedatei gedruckt. Das war diese hier. Die war quasi mit dabei. Das war so ein Viereck, da habe ich auch nichts verstellt. Die Qualität ist okay. Also wie gesagt, das ist wirklich out of Drucker, sage ich mal, ohne irgendwelche Einstellungen zu verändern. Und das ist schon ziemlich gut. Und das ist das Besondere bei dem Drucker oder bei vielen so neuen Druckern schon, dass man out of box mehr oder weniger drucken kann. Ich habe jetzt hier einige Sachen ausgedruckt schon, um ein bisschen rumzutesten. Was habe ich gemacht? Einmal hier diese riesengroße Vase eben, die ich gedruckt habe, die eigentlich auch im Dunkeln leuchten sollte, ein bisschen grün, aber nicht so richtig gut funktioniert. Man kann sie auch als
Trommel benutzen. Ziemlich großes Teil, wie gesagt, habe ich mal geschaut, dass ich den Druckrahmen ausnutze. Das waren jetzt ungefähr 3 Tage Druck. Also das hat schon lang gedauert. Das waren 3 Tage Druck. Dann habe ich ausgedruckt hier so kleine Skelette. Das ist so ein Stifthalter, da kann man jetzt quasi hier oben normalerweise, ich denke aber, dass er umfällt. Ja, das ist viel zu, den müsste man größer ausdrucken. Kann man seine Stifte reinmachen. Also wie gesagt, nur mal größer drucken. Und da habe ich wirklich mal ausgetestet, wie fein kann der drucken und hier auch ohne Profi-Einstellungen. Also wenn ihr Tipps und Tricks für mich habt, wie man den Artillerie Genius perfekt einstellt, schickt mir das, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde das austesten und meine Erfahrungen dazu werde ich wieder gerne mitteilen für eben wieder weitere Anfänger. So können wir zusammen lernen. Also hier auch wirklich fein und das auch ohne groß rumzustellen. Super easy. Ich habe da auch ein kleines Cura-Einsteiger-Tutorial, wie man ganz grob die einfachsten Sachen einstellen kann. Super easy. Das gleiche Teil habe ich auch noch einmal ausgedruckt aus TPU, das heißt aus beweglichen Filament. Hat auch sehr gut funktioniert. Es ist von der Qualität her nicht perfekt, aber ich finde die Qualität von diesem Ding schon sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Für das, dass ich mit TPU noch so gut wie gar keine Erfahrung gemacht habe. Ich habe auch mit TPU, mein allererster Probedruck mit TPU war hier mal so ein kleines Tab-Logo, wo man auch sieht, dass das elastisch beweglich ist. Und hier, das ist für ein anderes Projekt, das ich gerade baue, das ist quasi ein Stiftehalter, da kann man jetzt die Stifte reinstecken und durch das TPU fallen die nicht raus. Zu dem Projekt kommt aber mal noch mehr. Aber hier, Qualität, wirklich gut. Den einzigen Fehler, den ich gemacht habe, ich habe das mit Raft gedruckt und das ist diese Matte hier unten. Und das Raft lässt sich vom TPU jetzt nicht abtrennen. Wenn ich das jetzt abreißen würde, würde ich den in der Mitte zerreißen. Das heißt, ich müsste dieses Raft außen abschneiden. Also hier, bitte so ein Teil in TPU lieber ohne Raft drücken, sonst habt ihr da unten diese blöde Gummimatte. Jetzt ist der Vorteil, man, das ist wie, das kann man wie so festsaugen, ja, wie so ein Saugknopf ist das fast. Aber auch sehr begeistert mit TPU-Druck, also weiches Filament. Natürlich habe ich relativ früh gleich ein Banshee ausgedruckt. Diese Banshees sind ja diese 3D-Druckerboote, die ihr vielleicht auch schon öfter gesehen habt, um die Qualität zu testen. Und also ich bin überzeugt, man kann das Ding noch in besserer Qualität drucken, wenn man sich gut mit dem Drucker und den Einstellungen auskennt. Aber für mich als Anfänger ist es wirklich eine super tolle Qualität und für Tabletop-Gelände reicht es voll und ganz. Wenn ihr in der feinsten Stufe drucken wollt und euch Zeit nehmt für so ein Geländestück, ist das wirklich super. Also, und das ohne sich groß damit auszukennen und ohne sich groß damit zu befassen, einfach mehr oder weniger Plug and Play. Dann habe ich hier mir einen Tab Painting Becher gedruckt. Da muss ich sagen, der hatte ein bisschen Probleme. Das hat nicht gut funktioniert, weil sich der auf einer Seite leicht von der Druckplatte gelöst hat. Das ist unten ein bisschen schräg. Jetzt weiß ich nicht, ob man es sieht. Ne? So ein bisschen so ein Ei. Und somit hat der hier ein paar Fehler reingedruckt. Wurde nicht perfekt. Habe ich einen zweiten Versuch, mache ich jetzt dann noch. Genau, das ist ein Painting-Becher, auch für das Projekt, wo ich auch dieses Ding hier habe. Das gehört quasi zusammen. Aber wichtig, Rückschläge beim Druck gehören dazu. Genau wie hier, ich habe diese Lattice-Cubes gedruckt. Ich glaube, der erste war dieser hier. Der war gleich einwandfrei, ist aus dem Drucker rausgekommen. Man sieht natürlich, die Qualität hier unten ist nicht perfekt. Wenn jemand Tipps für mich hat, wie man solche Lattice-Cubes perfekt drucken kann, bitte in die Kommentare. Bis jetzt habe ich es noch nicht perfekt hinbekommen, aber er hat den komplett ausgedruckt. Und so ein Teil für diesen 3D-Drucker ist wirklich super schwierig, soweit ich erfahren habe. Das sind so Torture-Tests, heißt es. Also man quält den Drucker so richtig. Hier sieht man, da ist einer schiefgegangen. Das war ein anderer Lattice Cube. Da hat er auf einer Seite nicht richtig gedruckt. Da hat er hier so ein paar Spaghetti reingedruckt und ein Teil fehlt. Wie gesagt, Rückschläge beim 3D-Drucker gehören dazu. Und dann habe ich nochmal einen dritten gedruckt mit anderen Einstellungen. Hat er hier unten aber leider auch wieder so leichte Unreinheiten. Aber er hat ihn ausgedruckt und man merkt auch schon diese verschiedenen Lattice Cubes. Ich glaube, ich habe den einen hohl gedruckt und den anderen massiv. Der ist tatsächlich um einiges schwerer, der massive. Also man merkt echt den Unterschied. Was habe ich noch gemacht? Ich habe für mein Projekt, wo ich eben auch schon dieses Teil hier gemacht habe, habe ich noch einen Henkel gemacht, ja, wo man mein Projekt quasi dann tragen kann. Dazu werdet ihr aber bald mehr sehen. Das sind so meine ersten Erfahrungen, meine ersten Druckerische, keine Ahnung. Was muss ich jetzt sagen? Mein Fazit. Wenn ihr, wie ich, ein Anfänger seid und überlegt mit dem Gedanken 3D-Druck für, in meinem Fall, hauptsächlich auch Tabletop und solche Geschichten, dann kann ich den Drucker empfehlen, ja oder nein? Ich muss sagen, ja.
Der Drucker, ich habe ihn jetzt gekauft, der hat 320 Euro gekostet. Wir können ja mal gucken, was er momentan so, ich gucke da mal bei Idealo. Artillerie Genius, 317 Euro beim Real, da, so habe ich ihn gekauft für das Geld. Man könnte jetzt auch gucken bei Gearbest und so weiter. Vielleicht gucke ich mal, dass ich ihn euch nochmal verlinke irgendwo in der Videobeschreibung oder ob es irgendwo günstiger gibt. Ich habe auch schon gesehen, dass es den Drucker für 250 Euro gegeben hat. Bloß ich glaube, durch diese ganze Corona-Geschichte momentan sind die ganzen Drucker so ein bisschen teurer geworden. Aber ich kann ihn wirklich wärmstens empfehlen, weil ich finde immer noch 317 oder 320 Euro ist ein guter Preis. Das ist wirklich nicht teuer und er ist wirklich out of the box. Das heißt, wenn ihr mit dem Thema anfangt, wie es jetzt eben bei meinem Vater der Fall ist, deswegen habe ich ihm diesen Drucker ausgesucht. Ich habe mich ja lange davor informiert, welchen Drucker wir kaufen wollen für meinen Vater. Und jetzt haben wir uns für den entschieden, weil es wirklich so ein super Anfängerdrucker ist. Der ist nicht der billigste, ist aber auch bei weitem nicht der teuerste und der kann alles, was man braucht. Er kann relativ große Sachen drucken, also das ist wirklich groß genug für die meisten Dinger. Und er ist halt out of the box benutzbar. Das heißt, wir packen den aus, schrauben vier Schrauben zusammen, stecken den an, schalten ein und er druckt uns das erste Teil aus, nachdem wir ihn natürlich gelevelt haben. Was ihr aber gesehen habt, was auch super easy ist. Die Bedienung mit diesem Display hier ist wirklich super einfach. Er ist wertig, er sieht schick aus, wenn das wichtig ist. Er ist auch ziemlich leise. Hört mal. Hier ist mein Mikrofon. Also ich finde es wirklich okay. Der ist nicht laut. Der Lüfter ist auf jeden Fall leiser wie bei meinem Creality CR10. Und ja, absolute Kaufempfehlung. Wenn ihr euch einen Drucker kaufen wollt, gerade als Anfänger, ich würde euch den Artillerie Genius empfehlen. Würde ich mir den Drucker jetzt selbst kaufen? Ja, absolut. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein super Drucker und ich würde ihn mir auch selbst kaufen. Wobei ich tatsächlich am Überlegen bin, ob mein zweiter Drucker dann nicht trotzdem auch wieder ein großer Drucker wird, weil ich halt auch doch auch mal große Bauteile ausdrucke und ich mir dann als zweiten Drucker den Artillery Sidewinder X1 heißt er, glaube ich, kaufe. Möchte ich auf jeden Fall mal testen. Wie gesagt, mein nächster Drucker, entweder wird es auch der Genius oder der Sidewinder, weil der Sidewinder halt ein Sidewinder, weil der halt auch einen Drucker von 30x30x40 cm hat. Das heißt, wir können diese Vase nochmal ein bisschen größer drucken. Ich kann euch ja mal kurz einen Unterschied zeigen. Das hier ist ungefähr, was der Genius hier drucken kann. Das finde ich ist schon richtig groß. Also für fast alles reicht es. Wir drucken sehr selten so groß aus, weil so große Drucke auch viel Filament brauchen und sehr lange dauern. Aber wenn ich das jetzt mal hier so hinstelle und dann gucken wir mal, was der Sidewinder drucken kann. Das ist doch schon nochmal eine Nummer größer, würde ich sagen. Also im direkten Vergleich. Ich krieg's gar nicht aufs Bild, ich muss hier hinten halten. Ja, das ist ungefähr der Vergleich vom Druckraum. Mein Creality CR10 kann das drucken, der Genius kann das drucken. Und das müsst ihr euch halt im Bewusstsein wollt oder braucht ihr das, dass ihr so groß druckt. Wenn ihr das nicht braucht und sagt, ihr macht eher so kleine Geschichten, was heißt kleine Geschichten, ja, dann reicht der Genius. Der Vorteil von dem ist halt einfach auch, je weniger Druckbett ihr habt und so weiter, umso weniger müsst ihr heizen, umso weniger Strom braucht ihr. Das Ding heizt schneller auf und so weiter. Also es hat auch alles seine Vorteile. Das wäre die Überlegung. Und natürlich ist der Sidewinder auch ein bisschen teurer, weil er größer ist. Für 320 Euro, was ich ihn jetzt gekauft habe, vielleicht gibt es noch bald wieder günstiger. Klare Kaufempfehlung. Super geeignet für Anfänger. Wenn ihr mit dem Thema 3D-Druck starten wollt und euch auch noch gar nicht auskennt, schaut euch meine anderen Videos an, verfolgt mich weiter auf dem Kanal. Ich werde da in Zukunft viel mehr dazu machen. Wie gesagt, auch sehr viel Richtung Tabletop-Drucken, weil ich das eben mache. Ist ein super geiles Hobby, es macht echt Spaß und es ist nicht mehr so kompliziert, wie man meint. Also es ist wirklich inzwischen relativ Plug and Play. Ihr seht, das Ding läuft hier durch, einwandfrei. Und somit würde ich sagen, unterstützt mich gerne, Kanal abonnieren hilft mir sehr, Video liken, teilen, gebt mir gerne Tipps in den Kommentaren, wenn ihr euch vielleicht schon besser auskennt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei auf der drucktipps3d.de, Genius der Schönling mit Licht und Schatten. Da habe ich mir eben ein paar von meinen Informationen hier auch hergezogen noch, um ein bisschen mehr Fachkenntnis hier präsentieren zu können. Und kauft gerne meine T-Shirts, Link in der Videobeschreibung. Und ich sage danke an alle meine Patreons, die mich hier unterstützen, damit ich so tolle Videos machen kann und mir auch solche Dinge hier besorgen können, um die euch wieder zu reviewen und zu zeigen. Wenn ihr da mehr sehen wollt und mich auch unterstützen wollt, schaut mal den Link unten bei Patreon vorbei. Gut, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich hoffe, das Review wurde nicht zu lang. Wie gesagt, super begeistert von dem Ding und
Ich will mir eigentlich auch einen kaufen, aber ich muss das erstmal meiner Frau verklickern, dass ich einen zweiten 3D-Drucker brauche. Oder eigentlich einen dritten, weil ich habe auch schon SLA-Drucker. Naja, mal sehen. Gut, servus, bis zum nächsten Mal.